Hallihallöchen Leute, willkommen zurück bei Kurt und seiner Rasselbande. Hallo. Guten Abend. Hallo. Guten Tag. Ja, ihr wolltet seit letztem Mal, ich habe sie aber leicht abgeändert, weil ich festgestellt habe, es macht hier historisch voll Sinn, wenn wir nicht germanische Runen nehmen, sondern einen passenden Text, den ich gefunden habe, der voll passend ist. Ich muss ihn euch nur noch geben. Moment. Voll der Retcon hier. Ich gehorta dat Fegen, dat Finn Urhetun, Enon Mutin, Hitti Brand Eti, Hadubrand unter Herium Tuem. Kurt, der guckt sich das nur 2 Sekunden an und sagt, fuck it, ich kann auch nicht mal vernünftig lesen. Dann kann ich das sowieso nicht lesen. Welches danach? Ich möchte gerne auf Verstand würfeln, ob ich da irgendeine Struktur erkennen kann. Pff, klar, kannst du gerne drauf würfeln. Ich zeige währenddessen das Ganze ein Stück davon in groß in meinen Zuschauern. Vielleicht erkennt der eine oder andere den Text ja und weiß, wo er ihn nachgoogeln kann. Wenn ihr den jetzt einfach googelt euch die Übersetzung raussucht, haben eure Charaktere die deswegen übrigens nicht automatisch verstanden, nur dass wir das vorher geklärt haben. Ja, also Kurt ist sich eindeutig sicher, nicht Kurt, Tom ist sich eindeutig sicher, das muss Spanisch sein. Anders geht das ja gar nicht. Also ich habe vor einiger Zeit mal von so einer fremdländischen Sprache gehört. Sie nannte sich Spanisch oder so. Ich meine, das ist das hier. Kann ich auch mal drauf gucken? Klar. Ja, also, dass das Spanisch ist, also dass es nicht Spanisch ist, da bist du dir sicher, aber Spanisch vorkommen tut der Text dir trotzdem. Also hier steht sowas wie Hildebrand. Das klingt so wie Hildebrand. Das kann ja schon mal nicht spanisch sein. Warum nicht? Bist du ein Spanisch-Experte? No. Aber das klingt nach einem deutschen Namen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Hildebrand. Ja, vielleicht hat ja hier einer irgendwie an einen Deutschen geschrieben und ihn adressiert in Spanisch. Ist egal, Torga, du kannst es bestimmt, oder? Ich kann's ja mal versuchen. Boah, bist du intelligent. Auch, also Torga kann Ja. mit Sicherheit sagen, dass es nicht aus seinem Sprachbereich kommt, aber dann hört das Verständnis auch schon auf. Oh Mann. Können wir nicht das Ableitenspiel machen? Ich gehorte dat. Also, ich gehörte das, würde ich mal behaupten. Viel Spaß. Fegen. Oder ist das? Das ist ja auch nicht mal ein F. Das ist irgendein anderer Buchstabe. Ich weiß nicht, das könnte für dich vielleicht nicht ganz öffentlich sein, aber das, was man ho heute als F-Symbol kennt, war früher ein S. Ja, das ist aber die falsche Schrift dafür. Aber okay, dann behaupte ich Ja, mal, weil das ich ist wollte, dass ihr doch in der Lage seid, das überhaupt zu lesen. Ich hätte das okay, da auch in okay. Süderli draufpacken können, dann hättet ihr aber gar nichts mehr mitbekommen. Ich habe das Sagen, dass sie Urhetun Anon Mutin, keine Ahnung, dass sie Ur irgendwas, Hildebrand und Hadubrand unter herum tun, unten herum tun. Dass Hildebrand und Hadubrand unten herum tun. Das bringt uns nicht wirklich weiter. Ey Tamara, kann das sein, dass du ein bisschen dumm bist? Weißt du es besser? Nein, habe ich überhaupt nicht behauptet, aber ich laber nicht so einen kompletten Scheiß. Ich lese ja auch nur, was draufsteht. Oder versuche zu lesen, was hier draufsteht. Wenn du es besser kannst, bitte. Und ich Das hört reiche dir sich das irgendwie versaut Tablet. an, wenn du es erzählst. Ja, irgendwie scheint es hier um, was sehe ich hier, Heri Brand? Oder das scheint hier öfter aufzutauchen. Das ist ja wohl dieser Name, um den es irgendwie in diesem Text geht. Oder wie liest man das? Hallo? Ja, Keine Ahnung, wie man ich. es liest. Keine Ich der Ahnung. ist nicht so gut im Lesen. Also diese Hildebrand.
Hildebrand scheint wichtig zu sein. Genau. Vielleicht gehört er die Insel hier früher mal. Ja. Kennt ihr, wie der so heißt? Nein. Hat irgendeiner von euch was zum Draufschreiben dabei? Dann müssen wir nicht die ganze Zeit diese Tafel mit uns rumstuhlen. Vielleicht kommt uns das ja irgendwie noch zugute, diesen Text zu haben. Ihr könnt sie erstmal ins Haus tragen und dann da weiter gucken. Und wir haben immer noch nicht rausgefunden, wer uns das Brot geklaut hat. Ich glaube, wir sollten erstmal nach der Person suchen, die uns das Brot geklaut hat. Oder das Tier, oder was auch immer. Ja, das ist sowieso ganz merkwürdig hier. Also... Wenn ich richte mich an Kurt und frage ihn, ob er schon irgendwelche Spuren gefunden hat. Was für Spuren? Seit wann bin ich denn da beauftragt? Du bist doch der Beste, du kannst doch alles. Ja, kann ich, aber ich möchte nicht. Jetzt tu doch auch mal was für die Gruppe. Nein, ich habe so meine Vermutung, wer es ist. Aber aus ermittlungstechnischen Gründen kann ich da noch nicht so viel zu sagen. Beeindruck mich doch mal. Sei doch mal ein großer Schlacke, Mann. Soll ich dich beeindrucken? Ich finde sowieso, dein Denken hat manchmal Lücken, deswegen. Dein Denken hat Lücken. Also, ich habe letztes Mal nochmal drüber nachgedacht, über diese ganze Steingeister- und Bootgeist-Geschichten. Dass ein Boot, wo das Holz tot ist, einen Geist hat, macht mehr Sinn, dass ein lebender Baum einen Geist hat. Warum? Warum macht das mehr Sinn? Weil erklärt deinen Gedankengang. Weil etwas sterben muss, damit er einen Geist kommt. Und das Boot ist gestorben. Somit hat das Boot einen Geist. Das ergibt irgendwie Sinn für mich. In Kindergeschichten. Du willst jetzt nicht sagen, dass ein Stein lebt, oder? Nee, nein. Der Stein lebt ja auch nicht. Der Stein ist gestorben und hatte dann einen Steingeist. Das sind Naturgeister, die in einem Stein leben. Nicht ein Stein, der am Leben ist und deswegen einen Geist hat. Macht für mich keinen Sinn, was du erzählst. Ja! Aber weiter am Thema. Jetzt such mal Spuren, Kurt. Für was? Ja, irgendeiner hat uns ja anscheinend in der Nacht Brot geklaut. Das heißt, entweder war das einer von euch, der richtig Hunger hatte und einfach nicht als verfressen gelten will. Ich gucke zu Tamara. Ich muss auf meine Figur achten. Guck nicht so auf mich. War ein Reflex. Oder hier befindet sich tatsächlich noch jemand auf der Insel. Aber wo ist der dann? Ja, so klein ist das hier ja nicht. Also ich meine, da ging es ja gerade schon runter in irgendwie so eine Höhle. Vielleicht ist hier ja noch irgendwo eine Höhle, wo man sich verstecken kann. Hier ist auch noch Wald. Wir waren im Wald noch gar nicht drin. Hier sind zwei Wälder. Ja. Also, wie wär's, wir bringen erstmal das Tablett da in das Haus zurück, dann können wir es da erstmal unterstellen und dann gucken, können wir uns ja aufsplitten und mal in die zwei Wälder reingucken. Splittet die Rollenspielgruppe, das war schon immer eine gute Idee. Metagaming! Ich würde gerne mit Torga gehen. Ja, ich gehe auch mit Torga. Ich würde gerne mit Tamara gehen. Ich gehe auch gerne mit Torga. Ich möchte aber nicht unbedingt mit Tom, weil Tom, der hat genauso viel Angst wie ich. In den Wäldern. Also ich habe keine Angst, aber Tom, also ich würde das keine Angst nennen, ich würde das gesunde Vorsicht. Okay, dann können wir das dann machen. Ja, aber wenn Kurt und Tamara losgehen, dann streiten die sich die ganze Zeit, welchem Baum jetzt ein Geist ist und welchem nicht. Nein, ich habe gesagt, ich gehe. Also die Diskussion ist hinfällig, weil in keinem Baum ein Geist ist, außer wir hacken den Baum ab, dann stirbt er und kriegt einen Geist. Okay, ich ändere meine Meinung. Ich gehe mit Kurt los und dann komme ich alleine wieder zurück, weil Kurt dann tot ist. Das glaube ich nicht, dass du es schaffst. Vielleicht soll... Wo war denn jetzt das Problem? Es wurde schon geklärt, dass Kurt und ich uns aufmachen und hier mal erkunden. Okay, dann gehen wir zusammen, Toga. Ja, sucht euch den einen Wald auf, wir nehmen dann einfach den anderen. Wir nehmen den, bei dem die Nummer 7 davor schwebt. Warum hier überhaupt Nummern in der Luft rumschweben, ist mir auch unheimlich. Die sind da, damit ihr Dinge mit Nummern ansprechen könnt und wisst, was ist. Das soll ein Wald sein? Ich dachte, das wäre ein Felsenhügel oder so. Das sind beides Wälder. Klasse Zeichen-Skills nicht. Weißt du Bescheid, Junge. Ich habe auch gerade die Anspielung gemacht, dass ich als Charakter die Zahlen... Ja, ist egal. Ja,
okay. Ich bringe das Ding erstmal zurück und dann können wir losstampfen. Also ihr geht in 7 und wir gehen in 5. Okay, jeder, der möchte, darf dann da gerne mal seinen Spurensuchenwurf machen, um sich da ausgiebig umzugucken, was er da so Interessantes findet. Tracking ist das? Genau. Oh, haben wir nicht auch manchmal gesagt, wir können auch auf Survival würfeln, wenn wir Tracking nicht haben? Da, wenn man jagt, ja, aber wenn man tatsächlich Spuren sucht, nicht. Oh, dann bin ich raus, finde ich nichts. Oder war es nicht eher Notice? Nee, ne? Notice ist Dinge bemerken. Was hat Tora da gerade gewürfelt? Das wird nicht bei einem vorhandenen ausgewählten Feld. Geht nicht auch Investigation? Nein, das ist Investigation ist mehr so Nachforschung, wenn du dich in der Stadt umguckst, wenn du Leute ausquatscht und solche Dinge. Tracking ist ziemlich deutlich Spuren suchen und darum geht es ja gerade. Ihr werdet ihr euch wahrscheinlich angucken, gehen Spuren von unserem Haus irgendwo dahin, irgendwas, was wir finden können. Wow, wir werden super erfolgreich sein, Kurt. Wow. Ist ja egal. Ist das ein ich finde, super? Dafür sollte zweimal der Fail-Counter bedient werden. Okay, das kriegen wir hin. Ich muss mir noch etwas überlegen, was dir dafür Schreckliches passiert, was der aufwendigere Teil ist. Ist das tatsächlich ein Super-Patzer? Oh ja, das ist wie Super AIDS nur in Patzerform. Holy shit. Nichts ist schlimmer als Eisen AIDS. Erinnere mich nicht dran. Best also, Story überhaupt. Tom und Kurt gehen erstmal zusammen in den Wald. Haben wahrscheinlich die kleine Miau-Miau dabei, die fröhlich neben ihnen herhüpft. Man kann die Miau-Miau nicht auf Tracking, weil die hat das auch als Skill. Ja, klar. Muss ich mal eben gucken, was Katzen haben. Ich würde sagen, die hat für sowas ein W6. Und ein Wild Die kriegt sie ja auch, weil sie ist ja ein wichtiger Charakter. Immer mal einen Charakterbogen führen, Nils. Ja, genau. Kurt sollte einen Charakterbogen über seine NSCs führen, die ihm als Anhänger da sind. Das hat er sehr gut erkannt. Ja, du musst mal einen zur Verfügung stellen, wollte ich damit sagen. Können wir nach dem Spiel gerne machen. Okay. Ein W6 hat sie. Ja, ich würde sagen, davon können wir erstmal ausgehen. W6 und halt einen weiteren als Wild Dive, weil sie ist ja ein wichtiger Charakter. Ein Haken da dran, oder was? Nein, den W6, den wir auch immer extra. Genau, du nimmst im Endeffekt 2 W6. Wenn die einfach. Ah, gut, stimmt. Und du wählst Exploding Separate aus und dann sagst du Target-Nummer, kannst du noch größer 4 sagen, wenn du willst. What? Ich bin gerade bei eher größer 6 ist angemessener, glaube ich. Ich roll jetzt einfach 2D6 und Ende. Ja, die Katze bedient auch den Fail-Counter, das ist ja nett. Die ist also genauso blind wie ihr. Ist okay, sie hüpft wahrscheinlich die ganze Zeit auf Kurt rum, anstatt sich umzugucken. Und die beiden verschwinden in den Wald und diskutieren gerade fröhlich darüber, was sie denn gleich alles an Steingeistern sehen werden. Währenddessen gehen Tamara und Toga in den anderen Wald. Und tatsächlich entdeckt Toga da ziemlich schnell etwas, was er als Spuren zuordnen würde. Wobei er nicht wirklich sagen kann, was für Spuren das sind, weil sie sind halt irgendwie sind hufartig, aber ziemlich groß. Und bei den meisten Hufen ist es so, dass man diese so ein Viererpaar hat. Aber du findest halt immer nur 2 Hufe, was halt irgendwie nicht wirklich zusammenpasst. Und die gehen halt ganz eindeutig über die Straße in den Wald rein. Ab hinterher, würde ich sagen, immer den Spuren folgen. Oh ja, okay. Solange du vorgehst. Ja, mache ich. Okay. Ja, der Wald ist hier ziemlich dicht. Es gibt massives Unterholz und die Blätterdecke ist halt absolut verdeckend. Also das heißt, es ist in diesem Wald tatsächlich ziemlich dunkel. Aber Toga schafft es ja ohne Probleme, der Spur zu folgen. Und sieht, wie die zu so einem bisschen Richtung westlichen Bereich des Waldes führt. In einem Bereich, wo das Unterholz irgendwie so auf Brusthöhe hochgeht. Und es sieht so aus, als wäre das quasi so ein kleines Gestrüpp, was da drin ist. Also diese Spuren gehen in dieses Gestrüpp rein. Man erkennt an dem Gestrüpp auch eindeutig, dass da am Rand an so einzelnen Dornen immer wieder mal kleine Fellreste hängen, die wahrscheinlich dazugehören.
Meinst du, der ist da Tamara, drin? Tamara, hast du so ein Feld schon mal gesehen? Können wir das anschauen? Auf was würfel ich, um zu wissen, ob ich das schon mal gesehen habe? Notice. Notice klingt gut. Oder auch nicht. Upsi, was hab ich denn da jetzt geklickt? Das wollte ich gar nicht. Du hast einen D6 und einen D8 gewürfelt. Oh, dann wollte ich das vielleicht doch. Okay. Ja, Tamara kennt das Fell noch nicht. Könnt ihr, was heißt, kennst du nicht? Das ist halt nichts, was sie, wo sie eindeutig sagen kann, das ist es. Das könnte halt alles Mögliche sein. Und währenddessen hört ihr so ein leichtes Schnauben aus dem Gestrüpp. Hörst du das? Wer ist da? Toga, würfel mal bitte auf Ausweichen. Warum nicht auf Parade? Weil du das, glaube ich, nicht parieren möchtest. Wo ist denn Ausweichen? Dodge? Wenn du es nicht hast, würfelst auf Geschick. Wirft auch hier gibt's keinen Dodge. Es gibt hier keinen Dodge? Nein! Es gibt auch keine Parade, das macht Sinn. Dann würfel auf Geschick. Weil es geht tatsächlich an der Stelle darum, wie gut du schnell zur Seite wegspringen kannst. Okay, damit bist du bei einer 5. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Was kriege ich denn hier zusammen? Oh, die 8 darf ich hochwürfeln. Mathematische Dinge, 9. Das heißt, du springst gerade zur Seite, weil du merkst, wie sich in diesem Gebüsch irgendwas bewegt. Aber noch bevor du schnell genug zur Seite kommst, rennt da irgendwas mit massiver Geschwindigkeit raus. Sind wie groß und bullig, ungefähr deine eigene Größe, aber deutlich breiter. Und du spürst, wie sich dir, wenn du versuchst, das sich zur Seite zu drehen, dieses was auch immer es ist, rennt aber noch in dich rein und dir rammt sich irgendwie ein Horn in die Seite, wofür du dir mal eine Wunde aufschreiben darfst. Wobei, nein, brauchst du nicht, du hast ja deine Rüstung an. Ja. Richtig. Keine Wunde, aber du bist erschüttert. Weil das Ding rammt halt in dich rein und bringt dich zum Taumeln. Du musst dich halt irgendwie mit den Füßen aus dem Unterholz, was da neben dir ist, wieder befreien. Und zwischen euch... Wunde fände ich netter. Oh, tja. Selber schuld, dass du auf einmal einen Kettenhemd trägst. Und zwischen euch steht etwas, was... Naja, es hat den... So den mittleren Körperteil eines breit gebauten Mannes, jedoch ist da überall Felsstücke mit, Felsbereiche mit drauf, die Hufen von einem Wildschwein und dem Kopf von einem Wildschwein mit Hörnern dran, sowie zwei Hände, die halt irgendwie ziemlich klobig sind und das guckt euch mit großen blauen Augen an, so tiefdunkelblau, guckt zwischen euch hin und her und überlegt, wen ich jetzt als nächstes angreifen wird. Kann ich versuchen, irgendwie auf das Ding einzureden? Es sieht ja schon menschlich aus, ich würde... mal vielleicht glauben, dass es vielleicht auch menschliche Sprachen verstehen kann? Klar, du kannst, hast du irgendwie eine Charmfähigkeit oder sowas? Dinge, mit denen du Leute einlullen kannst? Es gibt einen Charisma-Wert. Es gibt einen Charisma-Wert, ja, aber auf den kann man nicht würfeln. Persuasion wäre, glaube ich, der fast, würde du überzeugen. Persuasion, ja, habe ich nicht wirklich, aber ich kann versuchen. Klar. Whoa. Das Problem ist halt, es gibt kein, also Persuasion ist halt so ein Verhandel, es gibt kein richtiges, das ist das richtige Charisma-Wert, weil man sowas halt eigentlich ausspielen sollte hier. Gab's nicht für Attractive noch irgendwie einen Bonus auf Persuasion-Moment? Also ich finde Tamara jetzt nicht so attraktiv. Ja, aber ihr Charakterbogen findet sie attraktiv. Mhm. Ach, da ist das. Plus 2 zu Charisma. Was bringt mir Charisma in dem Sinne gar nicht? Charisma ist so ein fester Wert, wie Leute auf dich reagieren. Leute generieren auf dich generell immer erstmal positiv. Wenn sie auf Kurt generell negativ reagieren, weil er hässlich ist, und auf Toga abhängig davon, wo er ist, ziemlich negativ reagieren, wie er ja in Aachen kennengelernt hat. Ich habe einen Charisma-Wert von minus 5. Was erwartest du? Ja, richtig. Die halten dich für einen Verbrecher, wenn sie dich sehen, weil du Nordmann bist. Das ist halt... Leute, für die das ein Problem ist, da bist du halt instant unten durch, egal wie nett du sein willst. Und während halt Tamara prinzipiell bei den Leuten erstmal super ankommt. Bis sie merken, was für einen Scheißcharakter sie hat. Nur dir gegenüber. Nur dir gegenüber. Egal, ich versuche jetzt auf das Ding beruhigend einzusprechen. Okay, würfel einfach mal. Klick auf irgendwas, was man würfeln kann und sag mir, was passiert. Immer mit der Ruhe, kleiner. Großer. Der guckt dich mit seinen großen, dunkelblauen Augen an und geht in so eine bisschen vorsichtige Haltung, aber auf jeden Fall bewegt er sich erstmal nicht, sondern
geht halt so ein bisschen so diese Schultern geduckt, die Arme breit vom Körper gehalten, sodass er halt losstürmen könnte oder sowas, aber er tut halt erstmal zumindest nichts. Wir wollen dir gar nichts antun. Wer bist du? Verstehst du mich? Verstehst du mich selber? Hast du Hunger? Ich greife in meine Tasche ganz vorsichtig und langsam und ich mache es ja in seine Richtung auf, damit er sehen kann, dass ich da keine Waffe raushole und hole da ein bisschen Essen für ihn raus und reiche ihm das. Was für Essen? Was auch immer in so einer Situation. Einen Apfel. Okay, einen Apfel, ja. Apfel. Er guckt dich vorsichtig an und weicht halt erstmal zurück. Aber wenn du ihn halt quasi weiterhältst, irgendwann greift er sich mit seinen klobigen Händen, stopft den in sein Maul. Guckt dann auf, aber weiter gierig auf die Tasche an deiner Hüfte oder wo du auch immer du die hängen hast. Dann gebe ich ihm eine Karotte, was immer noch da in der Tagesration drinsteckt. Ich wäre damit einverstanden, dass ich ihm eine ganze Tagesration, was auch immer so eine Tagesration drin hat. Versuche zu nehmen. Ja, dann wird er, also wenn du ihm das quasi alles gibst, dann setzt er sich tatsächlich auf seinen Hosenboden, wo Hosenboden wäre, wenn man eine Hose an hätte und nicht nur ein bisschen Fellreste, die da ab und zu rumdümpeln, und stopft das dann alles gierig in sich rein. Dann möchte ich mir so ein bisschen, so einen Schritt näher kommen und gucken, wie er drauf reagiert erstmal. Er guckt dich skeptisch an, aber solange er jetzt zu essen hat, ist er auf jeden Fall ruhig. Toga währenddessen sieht auf der, irgendwie an seiner Seite des Fells noch teilweise so Brotkrümel drin. Die halt scheinbar im Fell festhängen. Und das ist ja einen ziemlich guten Spotting-Wurf da, oder Tracking-Wurf, damit dürftest du sowas dann wiederfinden. Habe ich mir schon gedacht, aber lass mich raten, ich muss erstmal aus meiner Erschütterung rauskommen. Das kannst du jetzt nebenbei gemacht haben, da ihr ja nicht aktiv in dem Kampf drin seid, bist du da raus. Gut. Ich würde gerne versuchen, ihm den Kopf zu spalten. Was? Na, ich kann dich ja nicht davon abhalten. Kann ich das sehen? Kann ich das bemerken, bevor er das tut? Du siehst auf jeden Fall, wie er die Axt hat. Notice-Test. Stopp! Nein! Hör auf! Ist er jetzt angesagt, er wird jetzt tun. Besser als weil du rachsüchtig und blutrünstig bist. Entangle? Auf Toga? Klar, kannst du tun. Nein, das schafft er nicht mehr. Der das gar nicht gehört. Der Toga, der macht das jetzt, der haut ihn jetzt eine ganz einfache Lösung. Ihr würfelt einen vergleichenden Fähigkeitswurf. Toga würfelt auf seinen Angriffswert, Tamara würfelt auf ihren Tangle. Je nachdem, wer höher würfelt, ist schneller. Gott. Das schaffst du locker, Toga. Und man sieht halt so Ranken des Waldes, die sich in Massen auf Toga stürzen, aber die Axt schnellt halt noch runter und klatscht dem Vieh schön in den Hinterkopf. Mach mal deinen Schadenswurf. Moment. Ja, diese wow. Axt klatscht halt stumpf auf seinem Hinterkopf. Man hört so ein Buh. Und man sieht, wie er sich ruckartig umdreht und dich mit großen Augen anguckt. Und ja, dann schlingen sich halt die Ranken drumherum weiter um dich. Wenn er halt jetzt natürlich das als Anlass nimmt, dich anzugreifen. Wenig überraschend. Ich guck mal, dass ich mir von irgendjemandem von euch einen Charakterbogen. Wobei, habe ich hier vielleicht nicht sogar noch irgendwo was? Moment. Da. Den kann ich. Nein, verdammt, ich habe keine Gegner mehr. Okay, ich klaue mir bei euch einen Charakterbogen. Das könnte funktionieren. Oder auch nicht. Nehmen wir den, das könnte funktionieren. Schwupp. Nein, tut es. Weißt doch, funktioniert. Tom ist praktisch. Trifft dich mit einer 6. Was für eine Parade hast du? 8. Dann wird er dich nicht treffen, aber er wird halt irgendwie mit seinen Hörnern nach dir rammen und mit seinen Fäusten nach dir schlagen. Du hattest ein Schild, oder den wirst du dazwischen halten, wenn sich halt um dich herum immer mehr Ranken um dich drehen und dich festhalten, so gut sie nur irgendwie können. Tamara, du blöde Kuh, jetzt hör auf damit! Warum greifst du das Vieh an?
Hier, ganz ruhig, großer, hey, 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 hey. Es guck hat zu mich mir zuerst angegriffen. Ja, der guckt zu dir und rammt dann halt in deine Richtung, weil er merkt, vor sich ist ein Schild. Aber bei dir könnte man ja drankommen. Mit Agility ausweichen? Paradewert? Zwei? Ja, dann trifft er dich mit einer 12 eindeutig und kriegt für den Schaden einen Extrawert. Oh, Tom, mach sie tot, bitte. Probier mein Bestes. So. Warum addiert er die zusammen? Was soll denn das? Das tut der doch immer bei Schaden, wenn du die so eingibst. Wir nehmen den Wurf, aber ich probier mal eben was. Wer das kann. Wenn man kleiner und größer nimmt, dann funktioniert das technisch gesehen, wenn ich jetzt... aber auch nicht vernünftig. Egal, das Höchste, was ich gewürfelt habe, war eine 5. Das heißt, du wirst erschüttert sein, nehme ich mal an. Oder wie viel Widerstand hast du? Taffen ist 5. Ich dachte, der Schaden wird zusammen addiert. Wird er? Stimmt. Ja, wird er. Stimmt. Gut, dass ihr da seid und ich nicht. 12. Ja, dann hat er dir sogar instant eine Wunde gemacht. Der nimmt halt seine Hörner, diese massiven Wildschweinhörner, die an der Seite des Kopfes, und rammt dir das halt einfach gegen deine Hüfte und bohrt das da irgendwo in deinen Bauch rein. GG. Ich muss mir wahrscheinlich jetzt in meiner Runde quasi entschüttern. Richtig, wenn du das machen willst, musst du Spirit würfeln. Wenn du 4 erreichst, bist du aus der Erschütterung raus, du kannst nächste Runde wieder agieren. Wenn du eine 8 erreichst, kannst du auch diese Runde wieder agieren. Außerdem ist natürlich auch Toga diesmal noch dran, wobei Toga eine Erschwernis... Warte mal, was genau macht der Entangelte da? Du weißt das doch, Tamara. Was genau macht dein Zauber? Ich habe mir das nicht genau aufgeschrieben. Boah. Da ist so wenig Platz auf diesem verfickten Charakterbogen. Da ist unten ein Riesenfeld. Ja, dann müsste ich auch alles erst durchscrollen. Egal, hier. Entangle, Vine, Grappling, -2 Penalty to Pace and Skills linked to Agility and Strength. Also kriegt er -2 auf seine Würfe. Macht das doch gut. Natürlich darf Toga agieren diese Runde noch, so ist das ja nicht. Darf Toga versuchen, die Wurzeln kaputt zu hauen? Klar, ist ein Stärkewurf. Auch mit -2, ne? Ja. Eine 2, ja, so nee, absolut nicht. Die halten dich halt wirklich gut fest. Der W10 heute ist ganz beschissen. Oh, was möchte denn Tamara machen? Kann sich aber das Entangeln auflösen. Also muss sie ihren Spirit-Wurf machen, oder nicht? Erstmal ja. Richtig, wobei sie vorher ansagen sollte, was sie machen will. Weil man sagt erst dann, was man tut, ja, und dann... Ich kann ja, ansonsten kann ich ja nichts tun, oder? Na doch, du kannst halt sagen, ich möchte versuchen, da rauszukommen und das und das tun. Oder du kannst sagen, ich gebe Benny aus, damit ich halt auch automatisch reagieren kann. Du sagst quasi vorher an, auf was du abzielst, und wenn du es halt das Freischaffen nicht kommst, passiert es nicht. Kann ich das Entangle einfach loslassen, also Entangle? Wenn du aus der Erschütterung raus bist. Ja, also muss ich Spirit würfeln, sage ich ja. Ja, also du musst, um irgendwas zu tun, würfeln. Was natürlich nicht klappt, weil ich nicht würfeln kann. Ja, dann bist du halt weiter erschüttert. Außerdem geht der Fail-Counter weiter hoch. So, dann ist der wieder dran. Und Tamara steht immer noch vor ihm. Das heißt, er wird nochmal versuchen, Tamara anzugreifen. Na, ich habe doch auf Würfel geklickt. Da kommt's. Ja, mit einer 21 hat das auch wohl geklappt, würde ich annehmen. Scheiße! Nein, ich habe gerade noch 19 Parry dazu bekommen, aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht wie, aber ich habe sie gerade dazu bekommen. Ich frage mich, wie Michael zur Hölle leicht pisst. Wie ich sogar in diesem Spiel so gut wirke. Naja. Michael, weißt du, gegen welchen Charakter du immer gut. Verdammt, jetzt hatte ich wieder diese Einstellung drin. Ey. 3-3-2, das sind 8. Du hattest was für eine Verteidigung? Robustheit? Nicht genug. Robustheit, der genaue Wert ist wichtig. 5, das heißt, du bist du bist schon erschüttert, das heißt, du kriegst eine weitere Wunde. Ja, ich hab's mir aufgeschrieben. Ja, und dann seid ihr auch wieder dran. Ihr dürft euch von mir aus auch entscheiden, wer von euch zuerst agieren möchte. Darf ich ein Benny benutzen, um aus dem Entangle rauszukommen?
Von mir aus. Okay, dann tue ich das. Und dann greife ich das Viech an. Okay, gib ihm. Ja, das sieht doch aus, als hättest du getroffen. Ist zwar, hat, wobei, gut, im Kampf hat der Fell tatsächlich keine unpraktischen Nebeneffekte für dich. Aber du triffst ihn. Also darf ich wieder Schaden versuchen. Richtig. Aber du triffst ihn nur normal, ohne Steigerung, also kriegst keinen Bonuswürfel. Das ist mir klar. Naja, gegen Tamara hättest du einen bekommen. Eine 9. Damit ist er erschüttert. Yippie! Und Tamara ist dran. Ich hätte das vielleicht andersrum machen sollen. Was tut Tamara? Sie sollte vielleicht reden, bevor sie irgendwas würfelt. Sie entschuldigt sich, weil ich komme sowieso nicht auf Nacht. Ich muss nicht ansagen, was ich tun möchte. Es doch hat musst Sinn. Du! Denn du bist jetzt nicht mehr erschüttert. Du kannst ja diese Runde nicht reagieren, aber nächste Runde kannst du es wieder, aber trotzdem sagst du vorher an, was du tust. Ja, aber es würde mir trotzdem nichts bringen. Ich kann auch sagen, ich möchte gerne Macarena tanzen. Ja, das ist auch okay, aber wie gesagt, du bist aus Erschütterung rausgekommen, du hast etwas erreicht. Ja, aber es... ja, okay. Wie du meinst. Ansonsten würdest du dich halt sagen, würfel nochmal und wenn, dann gilt der schlechtere Wurf. Ja, okay, ich möchte eine Macarena tanzen. Und... ja, du bist zu deinem Glück immer noch rausgekommen. So, Toga hat Tamara, das heißt, das Viech greift nochmal. Und da Toga gerade auf ihn losgegangen ist, wird es jetzt sich wieder auf gegen Toga wenden, weil Schmerz. Warum muss ich das Viech nicht entschüttern? Stimmt, das muss es auch. Aber trotzdem muss es sich erstmal ansagen, was es tut. Michael, damit auch du das weißt. Ja, nehmen wir das, das ist der passende Würfel. Eine 5, das heißt, es kommt aus der Erschütterung raus, kann aber nichts tun. Und dann seid ihr wieder dran. Spirit? Ja, ich habe einfach nur etwas genommen, wo er einen Wert von hat, mit dem ich verpassen würfeln kann. Okay. Wenn ich jetzt seinen ganzen Charakterbogen nehmen würde, wärt ihr wahrscheinlich schon tot. Das will ich ja auch nicht. Tom OP. Plus Nerf. Dann hau ich jetzt wieder zu, glaube ich mal, ne? Ah, okay. Tu er dies. Eine 6, das reicht so gerade zum Treffen. Also wieder Schaden. Richtig. Eine 6. Damit erreichst du nichts. Tamara, was möchtest du tun? Die Würfel sind mir heute nicht hold. Oh. Dann möchte ich gerne das Viech enttängeln. Okay. Wenn ich jetzt nicht gerade fälschlicherweise auf zurückgeklickt hätte. Moment. Wolltest du dich nicht erstmal heilen? Nein. Ich habe eine Stunde Zeit, um mich zu heilen. Das ist in Ordnung. Ja, das ist eine Null. Ja, eine Null mit einem Fail. Die Ranken schlagen halt wild um euch. Also du holst Ranken hoch und sorgst dafür, dass ihr halt selbst euch in so einem käfigmäßigen Konstrukt findet, sodass keiner von euch da jetzt wegrennen könnte. Aber das Viech selbst, das wollen die Ranken halt irgendwie nicht angreifen. Kann ich einen Benny einsetzen, dass die Ranken mich umschlagen und ich nicht mehr weiteren Schaden anrichte heute? Nein, das wäre langweilig. Okay. Und das Viech ist ja diese Runde nicht erschüttert worden. Das heißt, es kann versuchen, Toga weiter anzugreifen. Nö. 5 nicht reicht. Oh. Dann darf Toga wieder angreifen. Richtig, Toga. Hau mal rein. Nö. Toga lässt seine Waffe fallen beim Zuhauen. Du haust mit deiner Axt auf den dicken Kopf von ihm drauf und durch diesen Effekt von Gott, dass das Ding hart springt, ja, die Kraft der Axt hast du einfach nicht fest genug gehalten und dir schleudert deine eigene Axt aus der Hand. Tamara.
Wurfaxt auf das Viech. Okay. Ach nee, Moment, warte. Ich muss ja eigentlich minus 2 auf alle meine Würfe machen. Das hat der automatisch gemacht. Das macht er automatisch. Okay. Deswegen hast du mit einer 3 deine Axt auch einfach nur ins Nichts geworfen und findest sie erstmal nicht mehr wieder. Also musst du später vielleicht mal sinnvollerweise nach der suchen. Ja. Wahrscheinlich verpatze ich es dann auch. Ist doch erstmal das Viech dran, oder? Das Viech hat gerade erfolglos auf dich gehauen und dann hattest du deine zurückgeschlagen und dann ist es stimmt, das Viech ist wieder dann richtig. Mit einer 7 dürftest Tuga treffen? Nein, was für eine Abwehr hast du? 8. Moment, Verteidigung geht auf Rüstung geht auf nicht auf Abwehr, das weißt du, oder? Ich habe 7 plus 1 vom Schild. Okay, ja, stimmt. Du hast 7 mit dem einen vom Schild. Ach, mit dem einen vom Schild. Der wird da schon drauf gerechnet. Richtig, wenn man den hochsetzt und dann raus. Moment, wird er das? Müsste er. Parade ist die Hälfte deines Fernkampfwertes. Deines Nahkampfwertes plus einen bestimmten Faktor. Was hattest du als Kampfwert? 10. 5. Plus 2 plus. Also. Naja, dann wird das nicht mit reingerechnet an der Stelle. Warum wird das Zölle wird das dann nicht mit reingerechnet? Bei allem anderen. Die Armor wird bei der Toughness mit rein. Ja, aber warum wird der Modifier beim Schild nicht berücksichtigt? Das ist ja kacke. Ja, dann hast du tatsächlich 8 und er zeigt es dir nicht richtig an. Tja, dann hat Ahnung, es. Warum dich, das so ist. Weiß ich auch nicht, aber dann hat es dich nicht getroffen. Das ist ja auch nicht schlecht. Dann meine Damen Axt und Herren, liegt am Boden, wieder, ne? Richtig. Ich müsste die jetzt aufheben, ne? Richtig, dafür würde ich dir minus 2 Abzug auf deinen Angriffswurf geben. Was macht eine Faust an Schaden? Herzlich wenig. Stärke plus was? Gute Frage, ich schau mal nach, aber ich glaube irgendwie so nur Stärke, hätte ich gesagt. Weil du ja keinen Vorteil durch die Waffe bekommst. Ja, ich würde sagen, Stärke, das macht sonst wenig Sinn. Okay, dann hebe ich die Axt doch noch auf. Also ein Schlagring würde Stärke plus 1W4 machen, also macht alles andere deutlich weniger. Eine 7. Ja, ich habe, glaube ich, auch so getroffen. 7, ja, das passt. Ja, das passt. Das macht doch mal Schaden. 10. Ja, das erschüttert ihn dann doch wenigstens. Wobei, du musst die 8 noch hochwürfeln. Stimmt. Dann vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Acht plus 7, das sind, ja, das 17. Ist mit 15 ist das tatsächlich genug. Also stimmt, 17 sogar, ja, das reicht, damit du ihm eine Wunde machst. Du nimmst halt deine Axt von hoch und ziehst ja direkt hoch und schlägst ihm von innen gegen seinen Oberschenkel gegen und schneidest es immer so richtig tief rein und er schreit halt vor Schmerz auf. Das ist so ein richtig hässliches Geräusch. Tamara. Ja, ich gucke gerade was nach, Sekunde. Ich habe mir letztens, weil ich ja konstant ein zu wenig Torches habe, habe ich versucht, ein bisschen zurück rum experimentieren und habe dadurch entdeckt, dass ich Licht und Dunkelheit beeinflussen kann mit meiner Magie. Und ich möchte gerne mit meinem Light Obscure Magic Power, was dieses Viech da sieht, verdunkeln, damit es Penalty von minus 6, oder? Nee, was steht hier?
Ja, minus 6 Obscurement Penalty bekommt, was auch immer das bringt, in dem Sinne. Okay. Also quasi jetzt ihm schwarze Augen machen, was natürlich nicht klappt, okay. Also es wird halt generell in der Kuppel... Du solltest hier dich erst selbst heilen. Es wird halt hier in der Kuppel generell dunkler, was dafür sorgt, dass alle ein minus 1 auf alle Würfe bekommen, aber mehr auch nicht. Ja, ich gehe eben aufs Klo. Das Viech ist dran. Richtig, ich musste nur noch den Fail-Counter hochsetzen. Das Viech ist erschüttert, das heißt, es muss da wieder rauskommen. Mit minus 1. Herzlichen Glückwunsch. Mit einer 4 kommt es da raus, kann aber nichts tun. Toga. Ja, zuhauen, was denn sonst? Das reicht nicht. Und da Tamara nicht wieder da ist, machen wir einfach ohne sie weiter. Und sie darf dann nachholen. Das heißt, das Viech haut wieder zu. Falsche Taste, das ist die richtige Taste. Eine 13 dürfte sogar Toga treffen. Sogar mit einer Steigerung. Ja. Was dann auf Mathe 12,15 kommt. Das ist auch eine Steigerung. Das heißt, du kriegst eine Wunde und bist erschüttert. Und ich darf einen Smarts-Test machen. Oh ja, da war ja was. Dann hau mal rein. Den jetzt auch mit minus 1? Die Wunde geht für alles. Denke ich jetzt mal. Nein, ich meine, die Fähigkeit wegen dem Obscura Dingens, wo wir uns. Okay, da macht ein Smart keinen Sinn. Da hast du recht. Wollte ich gerade sagen. Oh, ich freue mich. Gefailed. Schreibt unseren Zuschauern doch nochmal, was genau das für einen Effekt hat. Soll ich das jetzt wieder komplett alles durch? Nein, du sollst nur erklären, was passiert. Ich gehe jetzt in den Berserker-Zustand. Dadurch kriege ich Stärke plus 2, Fighting plus 2, Toughness plus 2, Parry minus 2 und alle Wundabzüge werden ignoriert und eine Schütterung gehen bei mir auch nicht mehr. Sehr schön, ja, dann hau mal rein. Ich muss erstmal alles umstellen. Viel Spaß. Kannst du in deiner Berserker-Mode auch Tamara um, bitte? Könnte passieren, wenn sie sich nicht benimmt. Ja, brauchst nicht viel. Du musst eigentlich meinen Namen momentan nur mal kurz laut sagen und dann falle ich auch schon fast um. Okay, dann hau ich jetzt mal zu. Dann gib ihm. Möchtest du vielleicht einen Benny einsetzen, um das zu wiederholen? Ja, möchte ich. Da hat der schon einen W12 zur Auswahl, da würfelt er so scheiße. Und außerdem hat er den minus 1 Abzug wegen Dunkelheit vergessen. Stimmt. Ja, das sieht doch schon besser aus. Mit einer 8 triffst du ihn dann auch. Dann mach mal Schaden. Jetzt muss ich ja das Ganze neu kopieren. Elf. Das reicht tatsächlich für eine weitere Wunde. Das ist doch nett. Da schreit er noch mehr auf, als du ihm die Axt mit der Axt oben eins seiner Hörner abschlägst und ihm tief in den Kopf rein donnerst. Tamara. Ich möchte gerne wegrennen und mich verstecken, als ich sehe, wie Toga da gerade völlig am komplett ausrasten ist und ich das Poyasser noch gar nicht gesehen habe. Das ist eine schöne Idee, aber leider hast du euch in einen Dornkäfig eingesperrt. Wie habe ich das denn geschafft? Mit deinem Fail beim Entangle vorhin. Ich dachte, es sind nur ein paar Ranken hier hin und da. Ja, das ist, wie gesagt, genug, dass keiner von euch da mal eben so wegrennen kann. Also du kannst natürlich versuchen, dich da irgendwie durchzudrängen und durchzureißen oder sowas. Dafür gibt es ja, glaube ich, Fähigkeiten wie Athletik. Ja, Agility. Die 6.
6 minus 2. Ja. Ich kann drauf würfeln, aber das ist ein Fail-Counter für dich. Nein, es ist kein Fail. Es ist nur nicht erfolgreich. Das heißt, du versuchst dann durch diese Rankenwand zu kommen, aber leider ist halt die Rankenwand, die du beschworen hast, effektiver, als du dachtest. Gilt das als Bewegung? Hätte ich jetzt noch eine Aktion übrig? Das Würfeln war die Aktion. Okay, ja, ja. Ja, dann versucht das Viech erstmal aus seiner Erschütterung wieder rauszukommen. Das brauche ich. Minus Dinge. Nein. Da. Eine 4, ja, das reicht, dass es aus seiner Erschütterung raus ist. Und dann ist aber auch Toga nochmal wieder dran. Bevor es ihm wehtun kann. Ja, das sollte jetzt hoffentlich mal funktionieren. Ja, dann gib ihm. Brauchst du noch eine Wunde, dann hättest du es ausgeschaltet. Wenn du das denn dann hinbekommst. Eine 10. Ja, das reicht zum Treffen. Das reicht sogar für eine Steigerung dabei. Du hast da einen W6 vergessen. Ich weiß, ich habe mich vertippt und meine Tastatur spinnt gerade irgendwie rum. Ist ja egal, das reicht doch sowieso, oder nicht? Um das hier tatsächlich reicht 6, reicht 11 schon genau für die Steigerung, um ihn zu töten. So ist das nicht. Gut, dass du vorher schon eine 11 gewürfelt hast und wir dann einfach die nehmen plus den dazu addierten W6, damit du mit einer 13 bist. Was dafür sorgt, dass du ihm... Ja, ich denke, du haust immer noch das andere Horn ab und den Axt dabei so weit in seinen Kopf rein, dass er halt zu Boden sackt, ausblutet und halt richtig fertig aussieht und halt ganz offensichtlich tot ist. Na, endlich! Würfe mal bitte einmal auf Spirit. Ich denke, das ist angemessen. Für was? Um dich wieder zu beruhigen. Das passiert automatisch, sobald kein mir feindlich gesinnte Person mehr in meiner Nähe ist. Ansonsten renne ich immer weiter. Tamara kann auch einfach die Boobs zeigen. Ich bin dir nicht gesinnt, weil ich dich vorhin entangelt habe. Deswegen will ich da den Spirit-Wurf sehen. Oh. Spirit, okay. Bin ich nicht so schlecht. Das passt. Das reicht, Toga beruhigt sich wieder und kommt zu der Einsicht, dass Tamara dann doch kein Feind ist. Und ich denke, ihr werdet erstmal ein bisschen Zeit brauchen, um euch aus diesen Ranken rauszureichen. Währenddessen können wir mal in den anderen Wald schauen. Da sind gerade Tom und Kurt unterwegs. Mit was die nichts finden. Richtig, mit was beschäftigen, also das weißt du ja noch nicht, aber mit was beschäftigen die beiden sich denn während ihres Rumlaufens so? Ich denke, der Kurt ist der Beste da drin, so zu tun, als wenn wir irgendwas machen würden. Und der Tom ist ein Schisser und möchte nicht so weit in den Wald gehen. Das heißt, wir laufen nur am Waldrand lang und machen nicht wirklich was. Also im Moment haben wir strategischerweise erst einmal den Wald umrundet, um uns einen groben Überblick zu machen, wie groß der überhaupt ist, um zu ermessen, inwieweit da ein Hinterhalt sein könnte. Ja, der Wald ist gefühlt gar nicht mal so groß, wie er aussieht, aber doch wesentlich bedrohlicher, als man es wahrhaben möchte. Deswegen auf jeden Fall ziemlich beeindruckend und gefährlich, aus Prinzip. Okay, dann beschließt der Kurt da nicht reinzugehen. Ja, letztendlich, wir können auch einfach behaupten, wir waren hier drin. Vielleicht haben die anderen auch wen gefunden. Hab ich auch gar kein Problem mit. Ihr entscheidet euch also wieder drumherum zu gehen und zurückzukommen. Ja. Waren wir eigentlich schon bei der 6? Oder was war das nochmal? Die 6 war so ein, das ist so eine ehemalige Pferdekoppel. Da sind halt noch dünne Zäune, die ziemlich zermodert sind von übrig und oben rechts in der Ecke so eine kleine Wasserkuhle, die ausgetrocknet ist. Mhm. Und da, wo die 6 ist, war halt mal ein Gitter. Ja. Ja, Kurt, ne? Also, wir sind uns ja jetzt recht einig, aber ich habe eigentlich keine Lust, gleich von Tamara wieder so von der Seite belächelt zu werden. Wir wollten vielleicht irgendeinen Beweis, dass wir doch was gemacht haben. So. Ja, keine Ahnung. Was mir fällt jetzt gerade auf. Lass mal überlegen, was könnte man denn da so mitbringen, mit zurückbringen? Ich laufe in den Wald und du machst ein Bild von mir. Ach nee, das gibt's ja gar nicht hier. Ein was? Ich kann nicht so gut malen. Ja. Meinst du wirklich, dafür hätten wir jetzt die Zeit? Stimmt.
Keine Ahnung, was wäre denn ein Beweis? Ich laufe eben kurz einen Meter in den Wald, nimm einen Zweig mit und behaupte, ich habe einen Zweiggeist. Bei Tamara, die steht doch so auf Bäume und Geister und sowas. Können wir nicht einfach einen Steingeist aus dem Wald mitnehmen und ihr den übergeben, falls sie fragt, ob wir wirklich da gewesen sind? Dann soll der ihr einfach sagen, dass wir da waren. Okay, das ist eine gute Idee. Okay. Finde ich irgendwo einen Stein, Nils? So einen kleinen Stein auf dem Boden. Ja, also Kurt macht seinen ersten, macht dann zwei dezente Schritte in den Wald rein, um auf dem Boden nach einem Stein zu suchen. Und es macht Schwupp und Tom sieht Kurt nicht mehr. Kurt? Was merkt Kurt? Kurt ist gerade weggerutscht, ungefähr 4 Meter nach unten. Oh, ich bin hingefallen. Kannst du mir das Seil noch bei dir werfen? Ist mein Seil? Ja, mein Seil habe ich von Toga zurück. Ich schmeiße mich auf meine auf meinen Bauch und krabbel so in Militärsstellung nach vorne. Ja, du siehst halt, da ist ein großes Loch im Boden, was wohl bisher von Blättern und Gestrüpp verdeckt war. Das ist halt irgendwie so ein Meter Durchmesser, geht halt 4 Meter weit runter und unten drin liegt halt Kurt. Und auf seinem Kopf ist halt gerade auch mit Vollschwung die Katze gelandet und krallt sich an seinen Haaren fest, um nicht runterzurutschen. Kurt, alles in Ordnung? Ja, muss ja, aber ist da ein Stein? Ja, ich habe einen Stein, aber ich bin richtig, in die Kuhle gefallen. Du bist mit deinem Arsch drauf gelandet, das hat ziemlich wehgetan. Das spielt keine Rolle. Spricht der Stein zu dir? Ich habe keine Ahnung, aber wir werden es ja sehen. Ich steck den jetzt erstmal ein und binde mal das Seil am Baum fest und dann bitte schmeiß es hier in die Kuhle. Ja, ich befestige mein Seil an dem Enterhaken und dann verwurschtel ich das so, dass es hält. Okay, ja, das ist kein Problem. Mit dem Baum. Und lass es dann runter zu Kurt. Kurt. Dann kann Kurt doch mal eine Climbing-Probe machen, denn die Wände sind halt echt aus matschigem Boden. Das hat die letzte Nacht geregnet, das heißt, es ist alles ziemlich weich. Kann der Kurt sich das nicht einfach um den Bauch binden und der Tom hilft dann auch ein bisschen mit beim Ziehen, damit das einfacher wird? Also Tom kann beim Ziehen helfen, aber irgendwie musst du dann auch noch hochkommen. Und ich glaube nicht, dass Tom so viel Stärke hat, dass er dich alleine hochheben kann und dich über eine Kante ziehen kann. Das reicht. Oh ja, Kurt hängt sich an dieses Seil und mit seinen Händen zieht er sich da überhaupt, um überhaupt die Füße nutzen zu müssen, zieht er sich da galant innerhalb von Sekunden wieder hoch. Kein Problem. Hast du uns was verheimlicht? So gut hatte ich das gar nicht bei dir in Erinnerung. Ich bin ein Naturtalent. Ich lerne aus meinen Fehlern. Würde aber auch sagen, es war beachtlich. Jetzt lass einfach das Seil wieder einpacken und hier weg. Ich weiß nicht, da das Loch, das ist unnatürlich. Kommt doch bestimmt nicht irgendwie hierher. Ich schaue nochmal ans Loch, ob ich da irgendwas bemerke, was wir vielleicht noch... Bitte? Nö, das sieht halt schon langweilig aus, da ist nichts dran. Ja, scheint wohl irgendwie so ein Erdloch zu sein. Muss ja nicht zwingend irgendwer gegraben haben. Wenigstens können wir jetzt Tamara erzählen, wir haben ein Loch gefunden. Ja. Das reicht doch auch schon, oder? Schon. Ja, dann müssen wir jetzt noch irgendwie ein bisschen die Zeit vertreiben, weil wir sind ja recht lange im Wald gewesen. Ich bin dafür, wir setzen uns auf diese Pferdekuppel da, auf irgendeine Stange oder so und warten. Da sind wir natürlich schon von Weitem sehr sichtbar. Ist doch scheißegal. Also ich würde sagen, wir lehnen uns einfach hier an einen so einen Baum weiter außerhalb und Okay, oder so. Ja, ich gehe wieder einen Schritt in den Wald hinein und lehne mich da an einen dieser Bäume. Okay. Ja, diesmal achtet ihr darauf, nicht in irgendwelche Löcher zu fallen und dann geht das auch gleich wesentlich besser, hat man das Gefühl. Und könnt da halt rumstehen und warten. Es wird, denke ich, noch ein halbes Stündchen dauern, bis ihr seht, wie Toga und... Toga hat gleich weggekommen, aber Tamara kommt hinkend, wahrscheinlich von Toga gestützt, aus dem anderen Wald wieder raus. Das werdet ihr wahrscheinlich so ein bisschen... Ich wollte eigentlich dieses komische Viech hinter uns herziehen. Ich glaube, das größte Problem ist die Tatsache, dass Tamara 2 Wunden abbekommen hat. Und die man sich kümmern musste. Das am besten nicht in einem Wald. Ich habe auch eine. Ja, dann erst recht. Aua. 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 Das musstest du mich auch festhalten, sonst hätte das alles direkt geklappt. Warum musst du das Viech angreifen? Das war mega friedlich. Es hat in Ruhe gegessen. Es hat mich angegriffen. Es hat einmal auf dich zugerannt. Sehen wir die beiden jetzt auch? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die sind laut und eindeutig verletzt.
Mara, was ist mit dir denn passiert? Ich schüttel einfach nur mit dem Kopf und guck dich nicht mehr an. Ich werde aber auch nicht auf dich gucken. Nach vorne gucken. Ihr seht aus, als hättet ihr etwas Überragendes herausgefunden oder schon wieder was total Dummes gemacht. Ja, ich habe herausgefunden, dass dieser Toga ein richtiger Barbar ist, so wie er aussieht, so wie die Wachen ihn immer beschrieben haben. Die waren mein Gott! Hättest du das nicht früher herausfinden können? Das trifft mich jetzt total überraschend. Ich hatte gedacht, er wäre ein ganz vernünftiger Typ, aber irgendwie muss ich den Wachen da aus Aachen irgendwie langsam zustimmen. Der ist wirklich ein richtiger Barbar, der nur wild drauf zuhauen kann. Das Viech hat zuerst angegriffen. Es ist auf dich zugerannt. Was denn für ein Viech? Da war irgendein Ding. Keine Ahnung, es sah aus wie ein Schwein. Oder ja. Mensch, oder was auch immer. Es war so ein Menschschwein mit zwei Hörnern. Ein Menschschwein? Ein Schwammensch. Ein Schmensch. Du redest wir. Ja, mein Kopf tut auch gerade weh. Ja, vielleicht ruhst du dich erstmal aus. Um uns das Problem. Hat Toga es wenigstens erledigt, damit wir heute Abend was essen können? Ja, aber ich musste erst diese kleine Frau hier raustragen. Und das hat Hörner gehabt, sagt ihr? Es hatte Hörner. Sie sind ab. Beide? Oh, Toga, bist du mein bester Freund und kannst mir eins von den Hörnern geben? Kommst du mit, das Viech hier rausholen, dann können, ja, dann das können wir das gerne machen. Gerne, ich möchte mir gerne eine Pfeife daraus bauen. Meinst du vielleicht nicht mehr ich so ein Ich mach mir aus dem anderen einen Trinkhorn, meins ist weg. Okay, ich mache eine Pfeife aus meinem. Eine Gut. Pfeife aus dem Horn, was? Klar. Achso, du hast ja MacGyver, du kannst ja eigentlich alles machen, was du willst. Eben. Ja. Dann rauche ich mein Ganja. Ja, Tom, dass Kurt zu viel geraucht hat, ist ja auch ziemlich offensichtlich. Tom, dann hilf mir noch ein Stück, dann können die zwei Grobianer da erstmal zurückgehen. Ja, ich hake Tamara unter und begleite sie zu unserem Lager. So, zu hoch, die Hände wissen weiter. Bitte was? Ich wollte damit andeuten, du hast mir gerade an die Brust gepackt. Naja, unterhaken klappt meistens unter die Arme. Das ist halt schon irgendwie Brusthöhe. Sag ich zu dir und lass dich los. Au! Ja, entweder oder. Du musst dich mal entscheiden. Ja, okay. Mach halt. Ja, ich hake Tamara wieder unter die Arme und bügel sie zum Zelt. Zelt? Ja, Haus. Ja, Haus. Was das, wo ihr noch die Leichen oben noch liegen habt. Ja. Ach stimmt, da wollte ich nicht rein. Genau. Ja, dann lasse ich sie vorm Haus los. Au. Oh. Was habt ihr da hinten gefunden? Hoffentlich nicht noch so ein Ding wie wir. Also wir sind zumindest keinem begegnet, aber genauer weiß ich auch nicht. Also in diesem Wald war halt eine Grube, die wir genauestens inspiziert haben. Aber ansonsten wirkt es eigentlich wie ein normaler Wald. Jetzt wohl sagt, dass so ein Tiermensch oder sowas da drin rumstreift. Vielleicht hat er sich einfach getarnt und wir haben ihn nicht entdeckt. Also es würde schon auffallen. Das war recht groß und hat rumgeschnaubt. Und es ist ein großes Ding mit zwei Hörnern. Wir laufen noch alle, wir laufen noch zusammen, ne? Sowas haben wir. Nein, ihr habt euch aufgeteilt. Die eine Hälfte ist in dem Wald, die andere Hälfte ist beim Haus. Ich werde es nicht mitbekommen. Kurz hat einen Hackeball mit und würde dann gerne anfangen, das Ding zu zertrennen mit Toga zusammen. Okay, das ist eine ziemlich mutige Sauerei. Toga hat eine Axt, der macht Nein, du hast eine Kampfaxt, die nutzt man nicht, um Tiere zu zerschneiden. Also das ist ein Hackball schon die klügere Idee. Ich habe einen Hackball, also von daher. Ich habe einen Hackball, ja, und ein Messer. Ja, das heißt, kann ich auch versuchen, Tamaras eine Wurfaxt wiederzufinden? Klar, dafür gibt's Notice. Und währenddessen, klar, kann Kurt bis zum Umfall dieses Viech klein hacken. Dafür darfst du mal auf Survival würfeln, wie effektiv du dabei bist. Du findest die Axt nicht. Im Gegenteil, du bist dir ziemlich sicher, dass sie sich nicht mehr auf der Insel befindet. Was ist das für ein miserabler Wurf, obwohl ich da... Ach, Mann. Ja, also der Kurt, der zerhackt das irgendwie. Benny. Nein, Kurt nimm Benny. Schneidet die ganzen... Du nimm... Okay, Kurt nimmt Benny.
Ja, das sieht doch schon viel besser aus. Kurt schafft es, die appetitlichen Teile dieses Viechers eindeutig abzuschneiden, sodass man die nachher schön grillen kann. Das Fell möchte ich natürlich auch irgendwie konservieren. Ja, das Problem mit dem Fell ist, dass es halt kein durchgehendes Fell ist. Das ist mehr so, genau, so Borst oder auch mehr so Stückfläche. Also auf den Schultern ist halt recht viel, aber das halt nicht genug, dass man da sinnvoll was mitmachen könnte. Egal, ich habe mir mein Horn verdient und wir können jetzt gleich essen. Ja, so, es dauert wahrscheinlich noch ein bisschen und wir packen das irgendwie zusammen, oder? Und laufen dann wieder zu den anderen. Ja, würde ich sagen. Ja, dann kommt ihr wahrscheinlich kurz danach bei denen aus, wie die da am Haus sitzt, beziehungsweise Tamara am Haus sitzt und Tom wahrscheinlich ein Stück abseits steht, weil er nicht in das Haus rein wollte. In der Zwischenzeit werde ich mir wahrscheinlich versucht haben zu heilen. Klar, bitte. Was wahrscheinlich so gut wie nicht funktionieren wird. Ich mach's wie üblich, erstmal normal heilen, was nicht funktioniert, und dann Magie ausgeben, was auch nicht funktioniert. 3, hä? Ich sehe 2 5. Du bist verwundet. Ja, und du hast 2 Abzug, weil du verwundet bist. Also wird das nicht zusammengerechnet? Oh. Nein, bei Fähigkeitswürfen nicht. Geil. Ja, das bringt mir wahrscheinlich so viele wie ich packe ein Pflaster drauf und denke, das ist in Ordnung. Also du packst halt Dinge zusammen, aber du heilst damit halt keine Wunden weg. Ja, und dann das übliche 3 Powerpoints ausgeben für magische Heilung. Ja, das sieht doch klappt. Besser aus. Damit hast du eine Wunde immerhin weggeheilt. Hurra. Und ich kann dafür nichts mehr tun, jetzt für den Rest. Ich würde sagen, Kurt und ich kümmern uns ums Essen. Wir kommen jetzt auf jeden Fall wieder und ich schreie jetzt erstmal, es gibt Schwein. Ihr wollt doch nicht wirklich das Ding essen. Ja klar, natürlich. Ansonsten, was sollen wir sonst machen? Also ich denke, so viel Essen haben wir nicht mehr, denke ich. Also ich denke mal, nachdem hier alles von uns geplündert worden ist, sollten wir uns freuen, dass wir schönes Fleisch haben. Das Ding war halt. Was dem Viech noch eine Tagesration von dir geben? Wir haben nicht mehr viel zu essen. Was? Sie hat das Vieh gefüttert? Ja, sie wollte es beruhigen oder sowas damit. Ja, aber es war auch ruhig und dann hat es uns angegriffen. Hat. Vielleicht war das die provisorische Füllung. Oh. Also ich werde das Schwein essen, ob du willst oder nicht, Tamara. Du kannst da von mir aus verhungern. Lass uns schön einen Topf vom Kochen, der hält auch länger. Und den Rest pökeln wir oder sonst was. Räuchern, hört sich gut an. Räuchern? Wir haben hier eine Hütte zum Abbrennen, wo noch Leichen oben drin liegen. Ich weiß nicht, ob das so lecker ist. Können wir das Fleisch mit Räuchern drin? Ich habe nicht so die Erfahrung mit. Genau was wollt ihr jetzt tun? Das Ding. Erstmal aus dem Teil Fleisch Eintopf kochen und den Rest räuchern. Okay, also das Eintopf kochen ist auf jeden Fall recht einfach gemacht. Ich meine, ihr habt ja einen kleinen Teich hier, wo man sich Wasser herholen kann. Ich habe, glaube ich, einen Topf gefunden gehabt. Dann kann man das da halt reinschneiden. Kann da noch ein bisschen was von dem, was man an Obst und Gemüse hat, mit reintun. Und kann sich daraus eine dicke Suppe machen. Pökeln ist halt wieder so eine Sache. Wer von euch kennt sich damit tatsächlich aus und weiß, wie man sowas gut macht? Eventuell könnte sich Kurt damit auskennen. Man reibt das mit Salz ein, aber ich habe keine Ahnung. Das wäre Pökeln, wir sind aber bei Räuchern. Stimmt, ja. Dafür braucht man es nicht mit Salz einreiben. Also ich glaube tatsächlich auch, dass Kurt wohl derjenige ist, der es mit seinem Survival-Skill am ehesten kann. Und das ich gerne probieren darf. Ja gut, also ich weiß ungefähr, wie oft es funktionieren wird. Also. Aber vergiss nicht dabei, wir brennen die Hütte ab. Wo die Leichen oben drin sind, damit die Leichen weg sind. Ihr wollt also das ganze Steinhaus abbrennen. Gibt's denn in dem Raum, in dem Hauptraum, gibt's da aber nicht irgendwie noch einen kleinen Raum irgendwo nebenbei, oder ist das ein so ein Riesenraum? Das ist ein großes Haus, so wie das früher üblich war, Häuser zu bauen. Nicht unpraktisch. Warum wollt ihr jetzt das Haus abbrennen? Damit die Leichen weg sind, oder wolltest du die da oben wegschaffen? Die Steine bleiben stehen. Danach können wir es wieder aufbauen. Da ist vielleicht noch was Wichtiges da oben. Wir haben ja noch nicht vernünftig da oben rumgeschaut. Wir haben es ja bis auch noch nicht geschafft. Dann wir müssen es einfach alles abfackeln. Also wir essen erstmal Suppe und einen Topf. Ja, esst meinetwegen dieses Menschding. Ich werde nicht halb Kannibalismus betreiben. Und dann
Hast du es nicht umgebracht? Er hat es umgebracht, der Grobian. Ich wollte versuchen, das zu beruhigen, mit ihm reden. Und es war auch ruhig. Und dann hat Toga ihm von hinten eins auf den Kopf gejagt. Es hat uns angegriffen, also hat es... Ich wiederhole mich, es ist ein bisschen auf dich zugerannt, weil wir da urplötzlich in sein Gebiet gekommen sind. Das ist egal, wir sind hier, es ist unser Gebiet. Es war super beruhigt, als du ihn wieder angegriffen hast. Es hat aber kein Wort von dem verstanden, was wir gesagt haben. Das wusste ich nicht, so weit sind wir gar nicht gekommen. Tamara, ich würde sagen, es sah nicht ziemlich schweinemenschlich, es sah einfach nur aus wie ein Schwein für mich. Tamara geht ins Haus und versucht wieder nach oben zu kommen und versucht sich da mal erneut umzugucken. Mit dem Würfelblick von heute. Also das technische Hochkommen ist nicht das Problem, aber umgucken ist halt so eine Sache. Dafür wird auf jeden Fall ein Spiritwurf nötig, um dich da oben in dem Gestank und der frei zu bewegen. Mhm. Ja, Tamara kann sich also vielleicht für ein paar Momente dort oben hoch sich auch umgucken, aber Tamara traut sich beim besten Willen nicht von dem Eingang weg. Also von der Luke willst du so ein Abstand bleiben, wo man zur Not schnell runterspringen kann. Aber du kriegst dazu einen Einblick weiter da oben vor. Also es sind halt, es sind jetzt natürlich 4 oder 5 Leichen ungefähr, die du zusammenschätzen würdest. Es sind eindeutig auch Kinder dabei. Also es könnte durchaus sein, dass es eine Familie ist, die hier vorher gelebt hat. Und vom Verwesungszustand würdest du halt sagen, halt schon ein paar Tage älter, vielleicht auch Wochen älter, aber noch nicht ewig alt. Also die sind noch nicht Monate oder Jahre lang am Verrotten, sondern das ist, wird immer noch in der näheren Vergangenheit gewesen sein, dass das passiert ist. Dann wird Tamara bei dem Anblick auch langsam wieder die Luke runtergehen und sich unten heulend, leise heulend hinsetzen. Kriegen wir das mit? Leise heulen. Ich würde aber so behaupten, wir müssen es auf Notice würfeln. Will ich auf Notice würfeln? Nein. Na, mit einer 4 wirst du das mitbekommen. Alles okay da hinten? Rufe ich ins Haus. Keine Antwort. Tom, was ist schon wieder los? Ach, Tamara heult. Wollt ihr eigentlich auch was essen? Wieder. Keine Ahnung, was sie schon wieder hat. Ist sie vielleicht das Haus hochgegangen? Sie wollte sich ja oben umgucken. Ja, das habe ich ganz verschlafen. Also war sie nicht letztes Mal schon oben und hat... Sie hat das doch gesehen, was da oben ist. Ich meine, was soll das denn? Ich verstehe es auch nicht. Ihr ist weiter Suppe. Die sind übrigens ziemlich lecker, Toga. Hast du gut gemacht. Ja, Tom, wolltest du eigentlich auch was? Ich schaue in die leere Schale in meiner Hand und bemerke jetzt erst, dass ich ja noch gar nichts habe und sage, ja, ich war mit meinen Gedanken irgendwie schon wieder ganz woanders. Klar, gerne. Bedien dich! Wir haben genug für alle! Ja, ich schöpfe mir was ein. Jetzt haben wir alle Schweinegrippe. Was ist das eigentlich, was ihr hier so kocht? Das ist Schwein. Das ist Schweinefleisch in Eintopf gemacht. Schmeckt recht delikat, muss ich schon sagen. Aber dass sie hier auf der Insel einfach sowas züchten. Ja, egal. Habt ihr mittlerweile rausgefunden, wer unser Brot geklaut hatte? Schwein, habe ich gehört, hat der Torger mir gesagt. Das Schwein hatte noch Brotkrümel im Fell. Siehste, also haben es auch recht mäßig getötet. Dann hat sich das ja auch aufgeklärt. Naja. Nö, nee, ja, schmeckt sehr gut. Also da ist echt ein Koch an dir verloren gegangen. Fragt sich jetzt nur auf, was wir mit dem Restfleisch machen. Da ist noch so viel übrig. Tamara will ja vielleicht nachher auch noch was. Ja, ich glaube nicht. Ja, stimmt. Nachdem sie gerade da oben wieder hochgegangen ist, das ist ihr mit Sicherheit auf den Magen geschlagen. Da magst du recht haben. Ja, nee, sonst kannst du das irgendwie einfrieren? Vielleicht nicht? Ein Räuchern halt. Wir brauchen bloß eine Räucherkammer und Holz. Ja, das... Also ich finde mir sowas wie so ein altes Fass oder sowas. Also der Kunde muss jetzt erstmal auf Survival würfeln, ne? Da war was. Das hatte er schon. Also das hatte ich noch nicht eben. Wenn du es räuchern willst, musst du dir auf Survival würfeln und wenn du dir gute Dinge einverlässt, die auch funktionieren, weil ihr die Sachen dafür habt, hast du es halt dementsprechend einfacher. Wobei alte Fässer hier nicht rumstehen. Und alte Krüge haben wir auch nicht, ne? Ich hatte euch letztes Mal eine Liste gegeben, was ihr dort gefunden hattet bei der bei dieser Schlafstätte, aber sonst habt ihr nichts. Hatte Tamara sich das nicht aufgeschrieben?
Ich hatte uns aufgeschrieben, was wir in der Höhle gefunden hatten. Höhle übrigens. Das waren größtenteils Kochutensilien und ein Schlafsack. Und das eine Beil. Das kann man bestimmt irgendwie räuchern. Das fragt sich nur gut, wie effektiv wir das räuchern. Warte mal, da war unten, da war noch irgendwo Heu, ne? Oder Stroh, besser gesagt. Ein bisschen was lag da rum, aber nicht genug, als dass man sagen könnte, das wäre eine signifikante Menge, außer um vielleicht drauf zu schlafen. Das reicht aber, um das Fleisch zu räuchern. Zumindest ein Teil davon. Weil normalerweise macht man das hier mit Laub, aber ich glaube, mit Stroh geht das noch besser. Also man kann es auch über ein Lagerfeuer machen. Ich weiß sogar, wie das geht im Real Life. Aber soll ich jetzt einfach mal Survival würfeln? Ja, ich denke, ihr habt genug kreative Ideen, dass man sagen kann, dass ihr irgendeinen davon so, sicherlich tatsächlich funktioniert. Auf jeden Fall, das funktioniert dann auch so, dass man das halt über so ein Lagerfeuer tut. Man nimmt halt einen so einen dicken Holzscheit, stellt den am Rand vom Feuer und an dem Holzscheit, was halt irgendwie abgetrennt ist oder so, da kann man das Fleisch drauf tun und irgendwie befestigen. So kann man das am Lagerfeuer räuchern. Ja, und normalerweise kommt da immer noch ein bisschen Laub mit rum, damit das auch schön qualmt. Genau. So feuchtes Laub, nicht ganz trockenes. Ja, feuchtes Laub habt ihr hier in Massen. Das ist nicht das Problem. Es hat letzte Nacht geregnet und hier sind so zwei Wälder. Da kriegt man feuchtes Laub raus. Also kann man das Ganze noch mit Stroh abdrecken, dann fängt das Fleisch nicht so schnell, wird das nicht zu warm. Ja, dann würfel mal, macht einen Survival-Wurf. Jetzt kommt's. Cool, du schaffst das. Eine 4, das ist doch ganz gute Qualität. Du kriegst das ganz gut hin. Kriegst für jeden von euch 2 Tagesrationen an Essen dort raus. Oh, nice. An leckerem, geräuchertem Schweinefleisch. Quasi die erste Kurzschinken. Ich geh auch zu Tamara und sag, hier hast du 2 Tagesrationen. Feinster Kurzschinken. Du schmeißt mir gerade dieses geräucherte Schweinefleisch zu. Nee, ich leg dir das so sanft neben dir hin und so, dass es nicht dreckig wird. Wenn ich das wegdrücken und aufstehen, weggehen, woanders, hinters Haus, keine Ahnung. Okay, dann stecke ich mir ihre Tagesration ein. Sag halt zu Torga, ja, irgendwann, dann wird sie schon haben wollen, dann gebe ich sie ihr halt. Weil ich gehe davon aus, ihr habt dafür jetzt erstmal nur ein Lagerfeuer gemacht und noch nicht das ganze Haus niedergebrannt. Nee, Lagerfeuer, nein, das Haus niedergebrannt. Ja, weil Toga das ja durchaus vorhatte. Das habe ich eigentlich immer noch vor. Aber dann möchte ich... Nee, ich schlafe heute Nacht unter dem großen Baum in der Mitte. Bei den Baumgeistern oder bei den Steingeistern? Bei den Baumgeistern. Oder Steingeistern, je nachdem, das ist ein Stein und ein Baum. Es gibt keine Baumgeister. Apropos Steingeister, wir haben übrigens einen sehr interessanten Stein im Wald gefunden, den du dir vielleicht mal ansehen solltest, Tamara. Du siehst Tamara nicht, weil sie hinter einem Haus irgendwo sitzt. Naja, ich denke halt noch, du bist im Haus. Sie ist irgendwo am Rumweinen. Ja, immer noch, ja. Tagesration hast du für sie eingepackt? Ja, yep, die habe ich eingesteckt. Gut mitgedacht. Fenster kurz schinken. Da freut sie sich bestimmt später drüber, wenn sie dann Hunger hat. Jupp, der Hunger, der treibt es irgendwann immer rein. Wie spät ist das mittlerweile eigentlich? Mittag rum dürfte das schon sein. So früh noch mit dem Räuchern und allem drum und dran? Ja, also das Räuchern wird halt dauern, das werdet ihr halt nebenbei machen, aber ihr könnt halt was tun, weil ihr habt halt den ganzen Tag Zeit. Also hast du eigentlich jetzt schon einen Namen für deine Katze? Der ist immer noch Miau Miau. Ach, das ist wirklich ihr Name? Ja. Ach so, ja. Einfallsreich. Ich weiß. Aber was wollten wir jetzt eigentlich auf dieser Insel? Ich verstehe es immer noch nicht. Wollten wir nicht irgendwie zu deinen Verwandten, Torga? Ja, ich gehe mal stark davon aus, dass diese Insel sich bewegen lässt. Wie kommst du da denn drauf? Ich meine, das ist eine Insel. Und kein Boot, mit dem du einfach so rüberschippern kannst. Der Stein, der da in diesem Baum steckt,
keine Ahnung, wo die Steine genau herkommen und wie das genau funktioniert. Das ist bei jeder Insel anders. Aber jede Insel mit so einem Stein, die ich bisher gesehen habe, lässt sich auch bewegen. Okay. Das sind auch diese Steine, das sind auch die Steine, die wir für unsere fliegenden Boote verwenden. Aha. Und du kannst so ein fliegendes, in Gänsefüßchen, Boot steuern? Ein fliegendes Boot, ja. Bei der Insel muss ich noch rausfinden, wie es funktioniert. Ich habe bisher nur die Insel von meinem Vater gesteuert. Und da war das einfach mit Neigung des Steines. Der Stein hier lässt sich nicht neigen. Ist das auch so? Nicht? Hm. Und mit Drehung des Steines? Der Stein lässt sich gar nicht bewegen. Aber manche Inseln ließen sich durch Gesang bewegen, manche durch Gebet. Alles unterschiedliche Sachen. Vielleicht sollte Tamara mal auf den Stein weinen. Er wird durch den Stein reden. Das hört sich super an. Ja, vielleicht ist da ja auch der Steingeist drin und Tamara kann irgendwie mit dem sprechen. Sprachsteuernde Insel, so nach dem Motto. Okay, die Rest der Gruppe, suchen wir jetzt Tamara oder was machen wir? Ich möchte langsam vorankommen. Wir suchen Tamara. Ich habe euch ein schönes X hingemalt, wo ihr suchen müsst, wo ihr sie findet. Ich habe hier eine Karte, da ist ein X drauf. Vielleicht sollten wir da einmal nachgucken. Einmal rumlaufen, finden wir sie, oder? Ja. Ja. Es sei denn, ich habe plötzlich die Möglichkeit bekommen, unsichtbar zu werden. Okay, Tom, du übernimmst das Reden. Ich glaube, wir kriegen das nicht so gut hin, nachdem wir das Schwein zerhackt haben. Wieso hat Tamara eine emotionale Bindung zu dem Schwein? Keine Ahnung, aber immer wenn ich das Schwein erwähne, dann wird sie böse und sagt nichts mehr und geht einfach. Mit mir will sie, glaube ich, gar nicht erst reden. Ja, okay. Ich kann euch hören, das wisst ihr, oder? Ja, okay, wir kommen dann mal näher. Hast du dich mittlerweile beruhigt? Oder was auch immer du da wieder oben auf dem Dachboden versucht hast? Ja. Hast du denn erreicht, was du versucht hast? So in etwa, ja. Ja gut, Toga meinte gerade, dass man verrückterweise irgendwie mit dieser Insel fliegen könnte und jetzt haben wir uns gedacht, du könntest ja mal versuchen, mit den Steingeistern der Insel zu reden. Was? Mit der Insel? Wie kommt da... Toga, wie kommst du auf so eine hirnrissige Idee? Warum mit dieser Insel fliegen? Weil es funktioniert. Das ist eine... Tom, warum meint er, dass das funktioniert? Was sagt er da? Ja, scheinbar hat sein Vater auch so eine fliegende Insel und... Ja... Weiß ich auch nicht, ne? Also, mein Versuch ist ja wert. Und bitte, wie cool wäre das denn, wenn wir eine fliegende Insel hätten? Mal ernst jetzt. Ja, oder eine fliegende Burg oder sowas. Das wäre der Hammer. Dann müsste ich auf diese Insel aber erst eine Burg bauen. Okay. Und kannst du eine Burg bauen? Ja, oder wir krallen uns dann eine andere Insel. Ich meine, wir könnten uns Lüttich krallen und dann einfach wild umherfliegen oder so. Okay, aufgrund der... Inseln dieser Größe werden nur selten bewegt. Außer von irgendwelchen Bekloppten ganz weit draußen. Die machen das aus einem Blutopfern. Und so viele Leute zum Opfern haben wir hier nicht. Naja, in Lüttich sind ja schon ein paar. Da müsst ihr aber auch Aachen noch überfallen, dann haben wir genug menschlichen Vorrat. Da bin ich dafür, ich mag die Stadt sowieso nicht. Das war mir klar. So, wir gehen jetzt zu dem Stein. Oder was machen wir jetzt? Jo. Das scheint ja irgendwie ich das nicht, also zu sein. Ihr habt mir nur gesagt, ich soll mit den Steigeistern reden. Unter mir ist Boden. Ihr habt mir sehr detaillierte Anleitungen gegeben. Also werde ich jetzt da sitzen, meine Hand auf den Boden legen Tamara, und mit dem Boden versuchen zu kommunizieren. Mit den Steingeistern den Boden legen. Tamara, jetzt seid ihr komplett bescheuert. Komm mit. Ich weiß ja nicht, von was ihr redet. Da müsst ihr das schon mir genauer sagen. Also, was erreicht Tamara auf dem Boden? Was macht sie da? Sie legt ihre Hand auf den Boden und versucht mit den Geistern zu kommunizieren. Und klappt's? Nein,
Hätte ich mir auch so denken können. Warum sollte die Steingeister hier im Boden irgendwas, was soll ich da erreichen sollen? Ich kann natürlich nicht die im Boden, die von dem großen Stein in dem Baum. Ja, das hättest du mir vielleicht vor 2 Minuten sagen können. Ja, komm mit, Tamara. Du kriegst das schon hin. Ich bin zuversichtlich. Ich laufe denen in einem guten Abstand hinterher. Ja, man sieht halt aus diesem Baum eigentlich den Stein in der Mitte drin, wie das halt aufgesplittert ist um ihn herum, sodass man den deutlich wahrnimmt. Dann würde ich da in diesen Baum quasi reingreifen oder die Hand auf diesen Stein auflegen und die andere Hand auf den Baum und irgendwie... Okay. Ja, gucken, was der Stein-Baum-Insel von mir möchte, um irgendwas zu erreichen. Also du bist dir sicher, man kann ihn bewegen, aber du bist dir nicht sicher, wie. Die Geister sind ja halt sehr widerspenstig. Das sind halt Steingeister, mit denen verstehst du dich immer nicht so gut. Klar. Ich verbrate wahrscheinlich heute wieder alle meine Bennys für diesen einen Wurf. Ja, noch ein Benny. Wieso? Eine 4 reicht doch eigentlich. Nee, das war gar nichts. Okay. Ja, also ja. Du bist dir sicher, das funktioniert irgendwie. Du weißt doch nicht, wie gesagt, das sind Steingeister. Du bist ja mehr so der Baumgeist-Typ und das funktioniert halt zusammen nicht so gut. Was kann der Kurt denn rausfinden als neuer Steingeist-Anhänger, nachdem ich schon das eine Mal erfolgreich vor diesem Stein gebetet habe? Ja, bete dann doch nochmal. Dafür gibt es doch die Faith-Fähigkeit. Es gibt Fähigkeit beten? Es gibt, ja, das ist das, was Tamara hat. Der Faith ist für mein Magic-Zeugs, aber... Würfel auf Spirit, würde ich sagen. Das kommt am ehesten für einen normalen Menschen dran. Ja, Der Kurt da irgendwas vor seinem Stein. Tatsächlich erfährt Kurt, wie das funktioniert, aber ihr erfährt das erst beim nächsten Mal. Denn für heute sind wir damit fertig. Tschüss. 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 Ciao. Ciao.